ein kurzes Video in eigener Sache. Wenn ihr mich unterstützen wollt, folgt mir doch gerne auf Instagram, auf TikTok, auf Twitch. Links dazu in der Videobeschreibung oder in der Kanalinfo. Würde mich sehr freuen, wenn ihr mich unterstützt und aktiv seid, denn auf TikTok, Instagram gibt es immer die neuesten Informationen zu meinem Leben, natürlich. Auch zu Spielen, die ich spiele, zu Maps von Fortnite und. Auf Twitch natürlich streame ich diverse Spiele. Diese Infos dazu findet man bei mir auch immer auf TikTok und auf Instagram. Und ja, es wäre schön, wenn ihr mich dabei unterstützt und überall gerne mal ein Follow da lasst. Kostet euch natürlich überhaupt nichts. Wenn euch meine YouTube-Videos gefallen, lasst natürlich auch da gerne immer einen Daumen nach oben da und zeigt es mir, dass es euch gefallen, dass ihr mehr davon wollt. Schreibt mir auch gerne Kommentare. Ich gehe auf jeden Kommentar ein. Und ich würde sagen, wir starten jetzt mit dem Video. Wir spielen heute wieder eine Deathrun-Map und zwar plus 300 Level Deathrun. Es scheint eine Weihnachts-Winter-Edition zu sein. Die Map soll einfach sein. Wir werden uns anschauen, ob sie einfach, mittel oder schwer ist. Es soll gratis XP für den Season Pass geben. Mir fehlen aktuell 73.000. Wir werden anschauen, ob wir das Level voll kriegen mit den gratis XP oder nicht. Und ob es überhaupt XP gibt. Wir werden schauen, ob es Secrets gibt und ob wir diese überhaupt finden werden. Und ob diese wieder extra XP geben. Wir werden anschauen, wenn wir die Map gemeistert haben, ob es am Ende nochmal Bonus XP gibt. Wir werden uns anschauen, wie abwechslungsreich die Maps, ob sich die Fallen wiederholen, eintönig sind, wie farbenfroh die Map ist, denn es soll eine Weihnachts-Winter-Edition sein. Ja, da müsste also schon so ein bisschen was Weihnachtliches zu sehen sein, denke ich mal. Und wenn nicht, dann passt das mit den Bäumchen hier zum Beispiel bei plus 300 Level nicht. Und das Vorschaubild passt dann natürlich auch nicht. So, ich starte das Spiel ohne lang zu schnacken. Wir gehen rein. Mapcode wie immer in der Videobeschreibung und Startpunkt sieht bis jetzt richtig nice aus. Das ist der Adventskalender. Lol, heute. Ach, ich muss das erst finishen. Alles klar, mach mal. In nichts. Es geht los. Okay. 26 XP. Nice, nice. Das reicht vollkommen aus. Man kann sprinten, man kann klettern. Das ist geil. Es gibt Weihnachtsbäume. Sie ist also doch weihnachtlich, winterhaft angehaucht, die Map. Das ist nice. Bis jetzt sind die Sprünge sehr einfach gehalten, tatsächlich. Das gefällt mir. Also aktuell verspricht die Map, was sie aussagt. Oder was der Map Creator geschrieben hat. Da ist ein Stern. Und hier ist ein Nebenraum. Es gibt Secrets. Ich habe keine XP dafür bekommen. Warum auch immer. Werden wir mal anschauen. Scheiße, ich bin zu weit gerannt. Dann werden wir mal anschauen, was der zweite Secret, wenn wir es überhaupt finden, ne? Was uns das an XP gibt. Was war das denn? Okay, 21 Level und schon zweimal gestorben. Ist ein bisschen hart. Oh, Geschenke. Da fällt mir ein, ich muss die Geschenke meiner Kinder noch einpacken. Ich weiß nicht, wann ihr dieses Map-Video seht. Aber aktuell ist der 7.12. bei mir und morgen hat mein Sohn und mein Geburtstag am 8.12. einer von zwei. Und hier oben gibt es nichts, schade. Und ja, ich muss noch Weihnachtsgeschenke einpacken. Okay, mich reizen die anderen Türen gerade. Ich muss da reingucken, ne? Eine Falle. Eine Falle, okay, wir gehen hier lang. Wenn man an die Bäume kommt, hört man ganz leichte Weihnachtsmusik. Finish the Death Run to win the XP. Ich will die aber jetzt haben.
Warum zeigt sie einen Pfeil rein, wenn man die nicht bekommt? Nein. Oh, so gut kann man klettern. Okay, ich weiß, ich lege ja bei meinen Videos Musik da runter. Ich weiß nicht, ob ihr die Weihnachtsmusik tatsächlich von den Weihnachtsbäumen hört oder nicht. Ich will jetzt auch keinen großen Heckmeck machen wegen meiner darunter gelegten Musik. Und ja. Also, wenn ihr es durch meine Hintergrundmusik tatsächlich nein hört, dann GG. Ansonsten, ja, spielt die Map selber einfach mal. Das ist auch irgendwie gefühlt in jeder Deathrun-Map so ein Slalom-Zickzack-Parcours. Warum? Das ist doch. Okay, das war knapp. Hallo? Hä, wieso konnte ich mich da nicht hochziehen? Was ist das für eine Scheiße? Hey. Ich vermisse die Secrets. Okay, das sieht man ja kaum. Das eine Secret wurde uns ja per Sternchen angezeigt. Ob die anderen auch per Stern gezeigt werden? Wäre auf jeden Fall sehr nice. Hättet ihr wohl gerne, hä? Oh nö, macht nicht diesen. Macht doch nicht die Weihnachtsstimmung kaputt. Okay, da oben. Die werden wirklich angezeigt, die Secrets, das ist nice. So, wir gucken. 1031 EP, ja. Da lässt sich mit leben tatsächlich. Hier kann man schön tricksen. Fallen werden nicht ausgelöst. Ich sag doch mal, hier kann man schön tricksen. Aber ich weiß nicht, ob das gewollt ist von den Map-Creatern. Das weiß ich tatsächlich gar nicht. Vielleicht wisst ihr es, ihr könnt es mir mal in die Kommentare schreiben. Das würde mich mal interessieren, ob das von den Map Creatorn so gewollt ist, dass man ab und an mal tricksen kann oder ob das ungewollt ist von den Map Creatorn. Ich versuche das jetzt mit Eisschuhen hier. Ah, da sind sie schon weg. Hallo? Das war eine knappe Sache gerade. Wir haben es noch irgendwie geschafft. Hier ist ein Sternchen. Also hier oben wieder ein Secret. 3 von 8. 1300 dieses Mal. Heißt also, es wird immer mehr für jedes gefundene Secret. Warum habt ihr mir nicht in die Kommentare geschrieben, dass da ein Bounce-Pad ist? Spaß beiseite. Woher sollt ihr das auch wissen? Okay, hier lang, unten. Und ein Hohlraum. Wow.
Oh, Kugeln, die hasse ich ja wie die Pest, ne? Wenn man gefühlt bei jeder Kugel irgendwie abrutscht. Hallo? Gehst du hier... Hallo? Gehst du hier durch? Danke. Oh boy. So, ganz kurz gerade hingesetzt und weiter geht's. Ich weiß nicht, ob man ihn berühren darf. Ich hab's mal nicht gemacht. Hallo, stehst du? Ey, wo stehst du? Jetzt. Ha! Okay. Oh, diese Kristalle sehen geil aus. Oh, sowas in der eigenen Wohnung an der Decke hängt zu haben. Ey, das sieht doch bestimmt geil aus als Deckenlampe. Würde ich mir sofort kaufen. Keine Falle, okay, aber hier dafür. Okay. Hallo? Falle? Jetzt. Was ist denn das? Wow. Nein? Da hoch. Wow. Da hätte ich auch die paar Sekunden warten können. Aber mir gefällt die Map tatsächlich. Diese Winter-Weihnachtsstimmung ist sehr nice. Die Sprünge sind bis jetzt auch sehr einfach. Ich stelle mich nur manchmal gerne doof an. Und das war wirklich pure Doofheit gerade. Nein, die Sprünge sind sehr einfach gehalten. Also, die Map ist für jedermann was. Nur man sieht eben bei den Eisblöcken nicht, wo die aufhören. Weil dann kann man das mit den Pfeilen tatsächlich besser einschätzen. Was ein Schlingel! Jetzt muss ich hier ein Labyrinth ran. Da oben! Und Klein und Secret, 4 von 8. Nice! Okay, die XP per Secret werden wirklich immer mehr. Das ist richtig geil. Und die sind auch nicht zu hoch. Also, kann ich mich nicht beschweren drüber. So. Ich glaube, es ist egal, welches Geschenk ich hier auswähle. Das war gemein. Na, komm ich doch so rüber. Oh, wie viel Level haben wir schon? 183 von 300. Ui! Warte mal, eine Pal... Oh nein! Hab's trotzdem geschafft. Oh. So. Ja, nö. Nicht mit mir, nicht mit mir, nicht mit mir. Diese Lichterketten. Warum rutscht man bei denen ab? Hier, man rutscht ab? Hä? Ich glaube, die sind nicht dafür ausgelegt, dass man die so seitlich legt. Warum sollte ich hier skippen? War doch recht easy.
Das war doch easy. Ich traue solchen Türen einfach nicht, ne? Wisst ihr das? Da kann jederzeit eine Falle dahinter sein. Oh, ich sehe gerade, spiele 30 Minuten, ne? Und krieg XP. Wir haben die Map zur Hälfte durch und sind bei 13 Minuten. Wie soll ich in 30 Minuten hier schaffen? So nicht. Mir gefällt die Map. Von der Atmosphäre her, es ist schön chillig, entspannt. Solche Sprünge hatten wir zum Beispiel auch noch auf keiner einzigen Map. Ich erinnere mich an alle Maps, die ich gespielt habe. Und so einen Sprung hier hatten wir noch nie. Oh, warte mal. Das ist ein bisschen gemein. Sowas dafür hatten wir schon auf fast allen Maps. Aber ich feiere die Map einfach. Die ist richtig schön. Die ist richtig geil. Es ist eine schöne Themen-Map und sowas mag ich ja besonders. Oh nein. Das ist schwer einzuschätzen bei den Eisplattformen hier. Wann da so eine Bauplattform zu Ende ist. Nein, ich, du Liebe, bin in die Luft gesprungen. Ich brauche doch nur über die Kante laufen. Und schon komme ich da an, wo ich hin will. Seht ihr das? So einfach geht das. Ah, hier unten. Nächstes Secret. Wir haben Secret ausgelassen. Oben rechts in der Ecke 5 von 8 Secrets und das war aber 6 von 8. Hä, wo hab ich einen Stern übersehen? Kann mir das einer von euch mal verraten? Naja, egal. Oh, das war knapp. Naja, egal, wegen dem Secret, ich sag mal so, wegen dem einen Secret geht's weiter. Das könnt ihr ja gerne mal suchen. Ich find's nur schade wegen den XP, die mir jetzt dadurch durch die... Wo sind das? Die mir dadurch durch die Lappen gehen, aber ja gut, ich kann's jetzt nicht ändern. Das Einzige, was ich machen könnte, die Map halt nochmal spielen. Was ich aber mir verkneifen werde, denn ich werde den Mapcode aber aufheben für meine Kinder. Oh boy, mach doch nicht diesen.
Oh Mann, ey, hier sind einige Sprünge dabei, die brauche ich nicht unbedingt haben. Sowas hier. Oder sowas hier. Oder sowas hier. Ah, Checkpoint, Checkpoint! Jetzt muss ich kurz warten. So, hier ist wieder ein Secret, ich habe es gesehen. Ja, 7 von 8 und oben habe ich 6 von 8. Ich habe 1 ausgelassen. Das ist ärgerlich. Naja. Ich kann es nicht ändern. Ich renne jetzt auch nicht zurück, weil ich bin, weiß zwar, bei welchem Secret ich gerade bin, aber ich weiß nicht mehr, wo die anderen sind. Damit ich nachzählen kann. Okay. Ach du Scheiße. Was? Ohohohohohohohoho. Das war knapp. Okay, wir sind bei Level 217, ne? Und Spielzeit 19 Minuten. Ich hab's geschafft. Da ist nirgendwo was versteckt. Okay. Okay, der Baum hier. Ach du Scheiße. Da muss man aufpassen. Ja, ja. Und hier sprinte ich mal lieber. Ah, Betten. Okay. Oh nein, eine Deckenfalle. Oh, ich hasse Deckenfallen. Man kann ja auch nicht einschätzen ungefähr, wo die sich aktiviert. Das ist so weird und creepy. Nein. Ich habe die zu spät gesehen da oben. Wird eigentlich gerade tricksen, ne? Indem ich die einfach alle überspringe. Oha! Okay. Und hier muss ich leider sprinten, ne? Denn da läuft man Gefahr, ganz schnell runter zu rutschen, ne? Geschafft! Okay, das ist gemein. Das ist sehr gemein gewesen. So. Angry Lebkuchenmann. Hä? Was war das? Hä? Wie? Hä, wie soll man das schaffen? Ah, so. Nein! 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 Diese scheiß Lichterkette! Oh boy. Das kannst du keinem erzählen, ey. Nein! Man kann da drauf nicht stehen!
Oh, ich hab's geschafft. Wo ist der nächste Checkpoint? Gib mir sofort einen scheiß Checkpoint. Oh. Okay, das war jetzt die Belohnung. 1800 EP. Boah, was war das denn für ein ekelhafter Sprung? Ihr habt nichts gesehen. Ernsthaft, jetzt bin ich beim dritten hängen geblieben. Erst beim zweiten, jetzt beim dritten. Und ich weiß, je höher ich jetzt renne, umso tiefer falle ich am Ende dann. Es sind nur noch 51 Level. Und wenn ich jetzt hier verkacke und sterbe, bin ich am Arsch. Dann muss ich die ganze Scheiße nochmal neu hochrennen. Oh, Death Run Finish? Bonus-Level 1, 1. Dezember. ...300 EP, ja gut. 2. Hier ist ein Rentier. Da ist ein Schneemann, also muss ich ja schon mal richtig sein. Nein. Ah, hier. Auch wieder 300 EP. Okay, gibt es jetzt überall nur 300 EP? Ah, das ist ja mal geil gemacht. Man kann nur wirklich in die Reihen, welche Tage man schon hinter sich hat im Dezember. Ich würde jetzt gerne den 13. gehen, komme ich aber nicht. Das ist ja Oma geil. Ach du Scheiße, was ist das für ein Bonus-Level? Nochmal. Ich weiß, da war ein fetter Coin, der ist mir egal. Oh, ich könnte ins Mikro brüllen. Nein, an der Kante hängen geblieben. Okay, wisst ihr was? Die Bonus-Level überlasse ich alle euch. Was ist hier für ein Knopf? Exit. Exit. Nice. So, aber was kann ich sagen? Man soll das 1000-mal schaffen? Wer spielt denn ein Death Run 1000-mal, bitteschön? Ich nicht. Also, ich überhaupt. Ich hänge hier fest. Lol. Hä? Ich komme hier nicht. Ich komme da nicht rein. Lol. Und ich habe gerade gesehen, 25 Surprises? Hier gibt es 25 Türen? Wer weiß. Was kann ich zu der Map sagen? Sie ist abwechslungsreich. Das ist eine wunderschöne Themen-Map.
Die XP reichen vollkommen aus. Ich müsste mal gucken. Hab leider nicht so viel gekriegt, dass ich ein Level Up habe. Stört mich aber nicht. Ich kann die Map nur weiterempfehlen. Mapcode gibt es wie immer in der Videobeschreibung. So, ihr könnt gerne einen Daumen nach oben da lassen für das Video. Ihr könnt mir gerne Kommentare schreiben mit euren Mapcodes. Und ansonsten, mir bleibt nicht mehr viel zu sagen, außer dass ich euch noch einen wunderschönen Tag wünsche. Rockstar, Dancer, Killer, drop my love.